Moin Moin liebe Leute und herzlich willkommen mal wieder bei einem Vlog von einem Hansa-Fan. Wie versprochen, dieser wunderschöne Vlog über Hansa Rostock. Darüber mag man ja nicht wirklich gerade reden. Ja, mein Hinrundenfazit. Ich habe letztens schon bei Instagram gepostet, gleich nach dem Spiel gegen Halle am vergangenen Samstag. Was war das schon wieder? Es ist immer derselbe Mist. Ja, ehrlich, grüßt das Murmeltier, du denkst, es wird besser, es wird nicht besser. Da kann ich eigentlich viele User, viele Abonnenten von mir gerne zitieren. Es wird einfach nicht besser momentan. Ja, hier im Hintergrund seht ihr gerade die aktuellste Folge FIFA rendern und da seht ihr mein neues Schmuckstück, meinen neuen Fernseher im Hintergrund. Also ja, der Hansa hat mal was gegönnt. Es gab Weihnachtsgeld. Man muss sich auch mal ein bisschen was gönnen. Ne? Und ja, hier wie gesagt neues Bett. Ich habe auch schon mal bei Instagram gepostet, wie neu eingerichtet mein Zimmer noch ist. Jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick gesehen davon. Und ja, da steht echt ein SpongeBob. Ihr habt recht. Ja, da steht ein SpongeBob. Nee, aber kommen wir doch einfach mal zu Hansa Rostock. Ein Hinrundenfazit wollte ich ziehen und ja, die Ereignisse haben sich überschlagen. Trainer Carsten Baumann und Manager Uwe Klein wurden noch Samstagnacht, also Samstagabend bei 23:30 rum abends entlassen. Was mich allerdings ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht hat. Ja, da haben sich die Ereignisse überschlagen, da wurden die beiden echt entlassen schon. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, denn wie gesagt, meiner Meinung nach war das Ganze nicht wirklich ein Trainerproblem. Bis heute, bis jetzt zuletzt, ehrlich gesagt. Also ich fange mal ganz von vorne an. Ja, die Mannschaft hat den Klassenerhalt unter Carsten Baumann gepackt letztes Jahr, gerade so durch Mike Baumgarten für Traf, für Rot-Weiß-Erfurt von dem letzten Spiel gegen Unterhaching zum Sieg, zum 1:0. Ist ja Mike Baumgarten, spielt jetzt bei Hansa Rostock übrigens, ja, der ist nach Hansa gegangen, quasi so, ich will dritte Liga weiterspielen, ist egal. Ja, und dann ging's los, recht euphorisch, gute Neuzugänge haben Uwe Klein und Carsten Baumann sich zusammengetüftet. Dennis Erdmann, Matthias Henn von Eintracht Braunschweig geholt, Dennis Erdmann ja auch. Zwar ein bisschen umstritten, aber meiner Meinung nach kein schlechter Mann. Also ein souveräner Verteidiger für die dritte Liga auf jeden Fall. Nehmen wir mal den Fehler, haben wir gesagt, mal weg, den kann jeder passieren. So ein Fehler kann jedem mal passieren. Auch Mats Hummels, der ein Schmatz Hummels, Mott Hummels, wenn man gerne mal nennen möchte, hat er auch ein paar Fehler gemacht in letzter Zeit. Und ja, deswegen würde ich fast sagen, dass diesen Fehler klammern wir da mal aus. Aber ansonsten, Dennis Erdmann und nicht ein vernünftiger Verteidiger. Sicherlich ist er nicht ganz im Kopf klar, was oder beziehungsweise das Ding, was er damals gegen Reus gemacht hat, mein Gott, das war ein Foul, ein normales Foul und dass er dafür so zerfleischt wurde, zumal hat er recht danach gehabt. In der Kreisliga wird man sich aufschütteln, wird man aufstehen, schütteln und weiterspielen. Und die kriegen kein Geld dafür. Anderes Thema, soll ja gar kein Thema sein, jetzt aber nur mal so zur Info. Für mich, Dennis Erdmann, ein eisenharter Verteidiger und man braucht als Spieler auf dem Platz, die ein richtiges Arschloch sind. Also man muss auch mal ein richtiges Arschloch auf dem Platz sein und er spielt seinen Schuh runter, ist ein souveräner Verteidiger, wie gesagt, und mehr brauche ich dazu nicht sagen. Dennis Erdmann, Earthman, Erde, Topmann, Topmann. Der auch wirklich sich mit dem Verein identifiziert, wo er spielt. Bei Dresden hat er sich auch in die Herzen der Fans gespielt. Auch Hansa ist er wirklich mit Leib und Seele dabei, also merkt es ihm richtig an. Dieser Fehler auch, den er letztens da, den er gegen Halle gemacht hat, der hat ihn richtig gewurmt. Und ja, worauf muss ich noch hinausgehen? Beziehungsweise die anderen Neuzugänge. Allgemein fand ich, die Neuzugänge sind ja wieder einige gewesen, gar nicht schlecht. Also gut, Schuhen, Alschwede, die waren schon da. Kofler war auch schon da. Benjamina nachverpflichtet, Lukowitz nachverpflichtet, Stefan Andrist nachverpflichtet für den Abgang von Christian Bickel, den keiner voraussehen konnte. Und der natürlich auch richtig gewurmt hat, denn nach Bickels Abgang ging es eigentlich so nicht mehr so richtig schön weiter. Aber fangen wir mal gut an. Also gegen Bremen damals, erster Spieltag, war ich live im Stadion. Ich war ganz schön oft live im Stadion, muss ich echt sagen. Ich war bestimmt von, wie viele Heimspiele waren es jetzt? 9 Heimspiele war ich bestimmt 5 oder 6 da. Ist nicht schlecht, ne? So, entschuldige, dass ich ein bisschen durcheinander rede, aber so ein richtig klares, strukturiertes Fazit kann ich hier nicht ziehen. Ich muss das hier so vernünftig durchreden. Und das wird ja sowieso ein längeres Video, deswegen versuche ich das ein bisschen plausibel zu erklären. Ja, beim Heimspiel gegen Bremen ging es ja los. Also die Mannschaft hat eigentlich recht vernünftigen Fußball gespielt, sind aber durch mehr oder weniger 2 oder 1,5 individuelle Fehler ja, ins Hintertreffen geraten. 2-1 verloren am Ende. Ist okay, die Leistung hat gestimmt. Erster Spieltag gegen Aufsteiger Bremen ist unberechenbar gewesen. Ja, ist okay. Dann zweiter Spieltag in Chemnitz, 1-1 gespielt. Man war klar, also na klar, besser will ich nicht sagen, man war mindestens auf Augenhöhe, weil das Strecken hätte sogar gewinnen können, hätte sogar einen Sieg verdient gehabt in Chemnitz. Dann dritter Spieltag, nee, dann kam erst das Pokalspiel. Da hat man Kaiserslautern fast aus dem Pokal geworfen, wenn man es nur, man ist im Elfmeterschießen am Ende gescheitert
Und das war eine überragende Partie. Das war das geilste Spiel, was ich seit langem, seit Jahren im Ostseestadion gesehen habe. Gegen Kaiserslautern im Pokal. Das war echt mega geil. Und da war die Euphorie richtig hoch. Da waren 20.000 Leute im Stadion. Und danach ging es weiter. Dann ging es zu Hause gegen Fortuna Köln weiter. 4-2 Heimsieg, überragend, geil. Dann dachte jetzt, jawohl, es geht los. Dann sogar noch Auswärtssieg in Osnabrück. Wäre nicht schön, aber man hat den Auswärtssieg geholt. Und dann ging's los. Unentschieden. 6 in Folge. 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-1. Waren das 6 oder mehr? Ja, wo man in allen Spielen, eigentlich in allen Spielen, nicht einmal die schlechtere Mannschaft war. Höchstens gegen Aue hat man kein gutes Spiel gemacht, was am Ende 1-1, nee, 0-0 ging es aus. Und deswegen, sicherlich war da jetzt so im Nachhinein, wenn man alles so ein bisschen Resümee zieht, die letzten zwei Tage nach der Entlassung des Trainers, weil ich ja sagte, es ist für mich kein Trainerproblem gewesen, da hat man so gemerkt, ja gut, spielerisch geht es nicht mehr ganz so sehr voran. Es fehlt ein Marcel Ziemer als Vollstrecker da vorne, es fehlt ein Christian Bickel, der ja, nach Paderborn abgewandert ist, es fehlt ein Alexander Stevanovic, der ein bisschen Spielkultur und Kreativität reinbringen konnte, der sich ja kurzzeitig zurückmeldete, dann allerdings nach anderthalb Einsätzen wieder einen Kreuzbandriss zugezogen hat und wieder weg der gute Mann, wieder fehlt Kreativität im Mittelfeld. Das war nämlich das, was auch wirklich gefehlt hat. Kreativität im Mittelfeld und ein Vollstrecker vorne. Denn Julius Perstaller, der meiner Meinung nach kämpferisch echt einen guten Schuh gespielt hat und Anfang der Saison auch gut mitgegangen ist, der nachher aber auch an sich selbst, glaube ich, gescheitert ist, weil er halt, was ihn halt gewurmt hat, dass er nicht getroffen hat. Er hat auch dicke Chancen vergeben, der gute Perstaller. Ja, deswegen ist das Ganze dann nachher so ein bisschen, ja, man spielt immer gut, man trifft das Tor, man belohnt sich nicht, dass jeder, der selber mal Fußball gespielt hat oder selber, der so einen leistungsbezogenen Sport macht, der wird auch selber merken, ja, oh, klappt wieder nicht, da geht das Selbstvertrauen natürlich runter. Wenn du jedes Mal dieselbe Kacke hast, du bist klar besser, du spielst mindestens gleichwertig mit, aber du triffst das verdammte Scheiß-Tor nicht. Und dann kommt natürlich im Kopf, oh Gott, jetzt musst du treffen. Und dann geht das, genau dann geht's los. Dann musst du langsam punkten. Du musst punkten. Du rutschst immer weiter unten rein. Jetzt musst du punkten. Da entsteht eine Blockade in den Köpfen der Spieler. Das ist doch völlig menschlich. Da kann mir keiner erzählen, dass ein Spiel, nein, kriegen Geld dafür. Letztendlich sind es auch nur Sportler. Jeder, der Fußball spielt, weiß doch, wie es ist. Da braucht man nicht mit der Ausrede kommen, ja, wir spielen bloß Kreisliga und die spielen dritte Profiliga. Das ist aber genauso. Setz dich mal in die Lage. Du musst. Da gucken dir 10.000 Leute zu. Ja, es ist keine große Ausrede. Ja, die verdienen ihr Geld damit, das ist ihr Job. Sie müssen vor solchen Fußball spielen. Aber trotzdem ist es normal, dass ein Mensch da dann unter diesen Leistungsdruck gerät. Einen enormen Leistungsdruck. Weil du erst sagtest so, oh, am Anfang der Saison ging das also leicht von der Hand weg. Jawohl, wir kommen. Und ja, irgendwann fällt das Ding, irgendwann fällt das Tor noch, hast du gedacht. Und dann nachher weißt du irgendwann, oh, es hat wieder nicht geklappt. Wie soll man sich da Selbstvertrauen erarbeiten? Wie soll das klappen? Wie soll man da ein Tor erzielen nachher am Ende? Sicherlich waren da Dinger dabei, die mussten einfach rein. Es mussten Tore entstehen eigentlich, aber es hat nicht geklappt. Und ja, da war nachher letztendlich auch der Trainer gefragt, die Spieler weiterhin aufzurichten. Der Trainer hat für mich in Interviews ein vernünftiges Bild abgegeben, meistens immer, wenn es am Ende auch nur noch Phrasen waren, jetzt im Nachhinein. Ja, und letztendlich, wie gesagt, war man denn nie wirklich schlecht. Höchstens gegen Dresden hat man eine gute Halbzeit gespielt. Die zweite Halbzeit hat Dresden verdient gewonnen. Ja, okay. Groß Asbach zu Hause war auch mit das einzige schlechte Spiel, was man wirklich auch verdient verloren hat. Außer abgesehen von Dresden. Da war ich auch da gegen Groß Asbach. Also, das war richtig schlecht. Gut, da hat Erdmann mit seiner roten Karte ein Ding rausgezogen. Darf er nicht machen, so. Diese rote Karte. Also, es war sowas von unnötig. Schmälert meine Meinung zu Dennis Erdmann aber nicht, denn abgesehen von diesen paar kleinen Aussetzern ist er ein souveräner Verteidiger. Sicherlich seine gelben Karten, okay. Ah, trotzdem, wenn er klar im Kopf ist, ist er ein guter Verteidiger. Also, wieder den Schwung zu Dennis Erdmann geschafft, na toll. Ja, und dann ging es nachher, gut, dann ging es ja los, gegen Münster nicht gewonnen, in Überzahl gespielt, halt eine Stunde lang. Was kam denn noch für Spiele? Gegen Würzburg zu Hause, 0-0-0. Was hat man noch verloren? In Stuttgart hat man verloren. Gegen die Stuttgarter Kickers hat man auch verloren. Zu Hause noch nach dem Sieg in Osnabrück. Dann ging die Unentschieden-Serie los. So war das. Ja. Am Ende stehst du dann auf einmal da. Gegen Mainz. Seit 12 Spielen sieglos. Ja, 13 Spielen sieglos. Du musst jetzt endlich mal wieder gewinnen. Die Mannschaft spielt Rumpelfußball, weil sie auch gar nicht mehr selber selbstbewusst genug ist. Beziehungsweise der Trainer. Keine Ahnung, was da passiert ist denn. Ja, 87 Minute, 1-0, Ziemer auf Benjamina, Sieg, scheißegal wie, hast du gesagt, ist auch so, wenn das Tor nicht gefallen wäre, hättest du gesagt, 0-0 schon wieder nicht gewonnen,
ja, am Ende haben sie gewonnen. Selbstvertrauen geholt, hoffentlich geht's los gegen Halle. Du bist feldüberlegen. Man spielt jetzt kein Powerfußball, man drückt Halle nicht gegen an die Wand. Aber man macht das Spiel. Man hat das Zepter in der Hand. Man macht das Spiel, man ist feldüberlegen, man ist optisch gesehen klar bessere Mannschaft. Halle, nicht eine einzige Aktion nach vorne. Erdmann mit einem Blackout, 1-0 Halle. Die hätten nie und nimmer in der heißen Halbzeit ein Tor geschossen, Halle. Nie und nimmer. Und trotzdem ist es so, Hansa ist Aufbaugegner Nummer 1. Da werden solche Klopse sofort bestraft, seit Jahren. Egal wer Trainer ist, egal wer da spielt. Solche Fehler werden bei Hansa Rostock immer knallhart bestraft und dann bist du da unten drin. So, 1-0, weiß gar nicht, warum du 1-0 hinten liegst. Und die anderen können sich freuen, warum auch immer. So, zweite Halbzeit, genau das gleiche. Erste Ding hält Marcel Schuhn brillant, denn die Parade, die abgewehrten Ball, der rutscht Dorda, der da irgendwie komisch kriecht, keine Ahnung, im Laufen war, der rutscht durch ihr Bein durch und der andere sagt Danke und schiebt ins leere Tor ein. 2-0. Nach 55 Minuten, 50 Minuten. Wie soll eine Mannschaft, die Sonne-Serie in dieser Saison bisher hinter sich hatte, da noch was holen? Ja, vielleicht sehe ich alles ein bisschen zu positiv. Letztendlich auch muss man echt sagen, ja, Carsten Baumann im Jahr 2015, weiß nicht, 22 Spiele, 4 Siege? Nee, in der Rückrunde haben sie gut gewonnen. Die Mannschaft ist seit 22 Spielen nur 4-mal gewonnen. Oder in den letzten 15 Spielen nur 1-mal gewonnen, kannst du auch so sehen. Also, ja, letztendlich ist es der Trainer. Und warum auch der Manager gehen musste, ja, es kommen jetzt hier ganz viele Gerüchte hoch, ganz viele Gerüchte. Uwe Klein soll insgeheim der Cheftrainer gewesen sein, Carsten Baumann eher nur so eine Marionette. Und ich kann nichts garantieren, ob das wirklich wahr ist. Ich weiß nicht, dafür bin ich zu weit weg von Rostock, zu weit weg vom Trainingsgeschehen. Das Training soll auch sehr einstündig gewesen sein. Spieler haben gemausert und selbstständig Extraschichten gemacht, was nicht gern gesehen wurde. Ich kann mich da nur auf Foren aller Transfermarkt.de und Hansafans.de beziehen. Ich habe da selber keine Erfahrung gemacht. Also meine Angaben ohne Gewähr ist einfach nur meine Meinung. Und wenn das Ganze so auch hinausläuft, ja gut, dann ist der Uwe Klein, der den Trainer Carsten Baumann auch ausgewählt hat, die auch zusammen sehr gut befreundet sind, auch nur auch nicht mehr zu präsentieren, auch nicht mehr zu besetzen. Ja, und deswegen ist auch die logische Konsequenz, wenn er sowieso angekündigt hatte, wie es vor neue Vorstandsvorsitzende Markus Komp gesagt hat, dass er seinen Vertrag über 2016 hinaus nicht verlängern möchte, dann hat das keinen Sinn, wenn er jetzt wieder einen neuen Trainer sucht. Hat überhaupt keinen Sinn und deswegen war es für mich vernünftig und richtig, dass auch Uwe Klein gehen muss. Wenn das alles so wahr ist, also ich habe da jetzt Vertrauen erstmal in die neue Vorstandsriege. Das ganze Führungstheater, was da im Herbst ablief, davon will ich jetzt gar nicht sprechen. Das ist Geschichte, das ist peinlich hochziehen gewesen, was die Außendarstellung betraf. Sicherlich hat Michael Dahmann gute Verdienste gehabt, aber gut, er letztendlich, wie das Ganze abgelaufen ist, wie er sich dann in der Öffentlichkeit präsentiert hat, war auch kannst du nicht mal als Vorstandsvorsitzender anbieten. Deswegen bin ich auch froh, dass er nicht wieder Vorstandsvorsitzender geworden ist, sondern ein ganz neuer, frischer Mann da das Ruder übernommen hat und ja. Mich interessiert sowieso eher nur das Sportliche und deswegen, ich habe es intensiv verfolgt auf jeden Fall, wie das Ganze ablief, aber ich möchte mich dazu einfach nicht mehr äußern. Das ist Geschichte, es ist vergangen, was die Olle Bachmann da noch zu tun hat. Nö, will ich gar nicht mich drüber äußern. Das ist so viel blödsinniger Unsinn, da wusste man selber gar nicht mehr, kommt und sich jeder selber seine Meinung bildet. Jeder hat eine andere Geschichte auf den Tisch gelegt und das war sowas von Blödsinn. Deswegen können wir froh sein, dass es bei Hansa endlich vorbei ist mit diesen Führungskrise. Neuer Aufsichtsrat ist gewählt, neuer Vorstand ist gefunden. Und jetzt auch eine neue sportliche Leitung samt Trainer. Christian Brandt übernimmt ab heute das Amt. Also ich habe es vorhin um 18 Uhr gelesen. 18.30 Uhr Pressekonferenz. Die Pressekonferenz müsste jetzt laufen. Ist gerade kurz nach 18.30 Uhr. Ein Kumpel von mir ist Mitglied bei Hansa. Der hat mir schon die Mitgliedinfo geschickt. Da steht schon fest. Also Christian Brandt ist nochmal Trainer von Hansa Rostock. War zuletzt bei Jan Regensburg. Ist da auf Platz 1 stehend entlassen worden. Ja. auch nicht schlecht. Hat man auch nicht alle Tage. Und ja, was soll ich dazu sagen? Endlich mal kein Feuerwehrmann, in Anführungszeichen Feuerwehrmann, denn wie oft hat Hansa jetzt schon Trainer geholt, die bei anderen Vereinen schon mehrmals gescheitert sind? Was total unnötig ist, Marc Fascher, Carsten Baumann, Andreas Bergmann, Peter Vollmann, Sonne-Konsorten, den brauchst du uns hier nicht mehr ankommen. Deswegen war es cool, ist jetzt wirklich fördern, dass du jetzt keinen Feuerwehrmann holst, sondern dass du einen Trainer holst, der jung ist, der ein Konzept vorlegen kann, der was entwickeln kann. Keiner verlangt den Aufstieg in den nächsten 2 Jahren. Darf man nicht. Denn wie hat es ein User im Transfermarkt.de Forum geschrieben, wir sind seit Jahren eigentlich nur noch ein unterdurchschnittlicher Drittliga-Verein, der
von ja, der sich an die ja, an die Strohhalme vergangener Tage hängt noch. Wir müssen eigentlich mal ankommen. Hansa Rostock ist ein normaler, stinknormaler, furziger Drittligaverein. Da ist nichts mehr. Die gehören mindestens in die zweite Bundesliga. Ja, von Infrastruktur und von Fanbasis her, logisch. Aber was da in den letzten Jahren führungsmäßig und sportlich abging, darf man nicht mehr erwarten. Darf man einfach nicht. Man muss sehen, dass man jetzt dieses Jahr die Klasse hält, nächstes Jahr sich stabilisiert, dass nicht wieder so ein großer Umbruch kommt, dass wieder 12 Spieler gehen und 13 Spieler neu geholt werden. Darauf muss man hinaus, dass man Kontinuität reinbringt. Und dann kann man sich ganz langsam wieder hocharbeiten und in den nächsten Jahren vom Aufstieg sprechen. Das also ist einfach so, das muss eigentlich jedem jetzt langsam klar werden. Jeder, der Hansa-Fan ist, muss da ein bisschen Verständnis, wir haben auch noch ein bisschen Einsicht zeigen. Auch wir Fans von Hansa Rostock müssen Einsicht zeigen, dass wir momentan nicht mehr als ein durchschnittlicher Drittligaverein sind. So weh es tut aufgrund der Vergangenheit, 10 Jahre lang im Stück erste Liga, Aushängeschild des Fußball-Ostens, sind wir nicht mehr. Nein, Schluss, sind wir nicht mehr. Traurig genug, dass es passiert ist, aber sind wir nicht mehr. Wir brauchen uns da nicht mehr dran klammern und träumen. Wenn man 5 Siege in Folge hat, dass man, oh, die können ja noch aufsteigen, mit der Leistung kann man ja aufsteigen. Das war ja genau das gleiche, was am Anfang der Saison war. Die haben da ein paar gute Spiele gemacht, haben die Lautern fast rausgeschmissen, Köln gewonnen, Osnabrück gewonnen. Jo, da können sie ja aufsteigen, wo sie in den nächsten Spielen unentschieden gespielt haben. Also wird ja nichts mit dem Aufstieg. Denk sofort immer höher, nein, wir sind letztes Jahr mit ganz viel Glück in der dritten Liga geblieben und wir sollten dieses Jahr uns dafür, ja, eigentlich dieses Jahr sollten wir tunlichst dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt da auf Fach bringen und am Ende vielleicht im Mittelfeld landen. Priorität jetzt Nummer 1 ist klar von der Abstiegszone weg. Da haben wir noch 19 Spiele jetzt Zeit. Die Rückrunde startet bereits Samstag. Nee, Sonntag spielen sie. Oder doch Samstag? Gegen Werder Bremen 2. Und ja. Das waren meine Worte eigentlich erstmal zur jetzt vergangenen Hinrunde von Hansa Rostock in der dritten Liga. Glückwunsch an Dresden zum Aufstieg, sage ich schon mal. Also wer da zweifelt, dass sie nicht aufsteigen, dann ja. Freut mich auf jeden Fall, dass Dynamo wieder hochgeht. Wieder ein Ostverein in der zweiten Liga. RB Leipzig zähle ich jetzt mal nicht dazu. Und, ah ja, Union Berlin ist ja auch noch in der zweiten Liga. Wird Aue auch noch hochgehen, wird auch noch cool wieder, dass sie wieder aufsteigen. Und ja, wie gesagt, das war jetzt mein kleines Fazit zur Hinrunde. Ich hoffe inständig, dass wir noch 2 Siege holen bis zur Winterpause. Qualitativ hat die Mannschaft auf jeden Fall das Zeug dazu, da bin ich sowas von überzeugt. Denn sie hat es angedeutet, das ist nämlich der Unterschied zu den letzten Jahren. Es ist ein eingeschweißtes Team da, die Mannschaft hat Qualität. Und ja, letztes Jahr war ja wirklich zu sehen, dass da ein Gegentor nach anderen fiel. Wir sind defensiv eigentlich recht stabil. Das muss der neue Trainer jetzt wieder einhauchen, dass wir die defensive Stabilität wieder haben und in der Offensive irgendwie der Knoten gelöst wird, dass da ein Benjaminer wieder mal öfter trifft. Ein Zimmer, wenn er topfit ist, ist er eine Waffe. Und Zimmer wird in der Rückrunde wieder topfit sein, da bin ich von überzeugt. Und ja, vielleicht kriegt man noch einen Kreativen in der Winterpause verpflichtet. Ich weiß nicht, ich hoffe es, obwohl es, wenn nicht, ja. Aber ansonsten, ja, ich bin davon überzeugt, dass die Klasse euch verhalten. Ja, das waren meine Worte über Hansa Rostock, die Hinrunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Aber meine Meinung gibt es jetzt eigentlich nicht so viel zu rütteln. Ich habe meine Meinung dargelegt und ja, finde es jetzt auch gut, dass der Trainer entlassen wurde, dass der Manager jetzt auch weg ist. Ist okay, wenn die Umstände dementsprechend, wie ich es da gehört und gelesen habe in diversen Foren, wahr ist, dann ist das alles nicht mehr tragbar gewesen und weswegen jetzt eigentlich ein guter Schritt, jetzt Rückrunde, die Reißleine zu ziehen. Ich hoffe jetzt endlich, ich sag's jedes Jahr, aber endlich kehrt hoffentlich Kontinuität ein mit dem Trainer Christian Brandt, ehemaliger Spieler übrigens auch von Hansa Rostock. Ist ein Anfang gemacht, junger Trainer, der eventuell neue Ideen hat und wirklich ja, sich festsetzen kann bei Hansa. Also schön wäre es, es wäre traumhaft. 50 Jahre wird Hansa dieses Jahr alt, am 28. Dezember ist es soweit. Ja. Von daher, macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Schaut auf meine Social-Media-Accounts rein, facebook.com/hansa95 oder instagram.com/hansa95, Twitter natürlich auch. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, denn ich mache auch Let's Plays, FIFA 16, WWE 2K16 und im Jahr 2016 bestimmt auch noch mehr. Ja, von daher, macht's gut, haut rein, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao. Stärke ziehen. Wir halten zusammen. Wir werden nicht untergehen.
Heimspiele war ich bestimmt 5 oder 6 da. Ist nicht schlecht, ne? So, also ich, Entschuldigung, dass ich ein bisschen durcheinander rede, aber so ein richtig klares, strukturiertes Fazit kann ich nicht ziehen. Ich muss das hier so vernünftig durchreden. Und das wird ja sowieso ein längeres Video, deswegen versuche ich das ein bisschen plausibel zu erklären. Ja, beim Heimspiel gegen Bremen ging es ja los. Also die Mannschaft hat eigentlich recht vernünftigen Fußball gespielt, sind aber durch mehr oder weniger 2 oder 1,5 individuelle Fehler ja, ins Hintertreffen geraten. 2-1 verloren am Ende. Ist okay, die Leistung hat gestimmt. Erster Spieltag gegen Aufsteiger Bremen ist unberechenbar gewesen, ja. Ist okay, dann zweiter Spieltag in Chemnitz, 1-1 gespielt, man war klar, also na klar besser will ich nicht sagen, man war mindestens auf Augenhöhe, weil das Schrecken hätte sogar gewinnen können, hätte sogar einen Sieg verdient gehabt in Chemnitz. Dann dritter Spieltag, nee, dann kam erst das Pokalspiel. Da hat man Kaiserslautern fast aus dem Pokal geworfen, man ist im Elfmeterschießen am Ende gescheitert. Und das war eine überragende Partie, das war das geilste Spiel, was ich seit Jahren im Ostseestadion gesehen habe, gegen Kaiserslautern im Pokal, das war echt mega geil. Und da war die Euphorie richtig hoch. Da waren 20.000 Leute im Stadion. Und danach ging es weiter. Dann ging es zu Hause gegen Fortuna Köln weiter. 4-2 Heimsieg, überragend. Geil, sagt er jetzt, jawohl, es geht los. Dann sogar noch Auswärtssieg in Osnabrück. Wäre nicht schön, aber man hat den Auswärtssieg geholt. Und dann ging es los. Unentschieden. 6 in Folge. 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-1. Waren das 6 oder mehr? Wo man in allen Spielen, eigentlich in allen Spielen, nicht einmal die schlechtere Mannschaft war. Höchstens gegen Aue hat man kein gutes Spiel gemacht, was am Ende 0-0 ging es aus. Und deswegen, sicherlich war da jetzt so im Nachhinein, wenn man alles so ein bisschen Resümee zieht, die letzten 2 Tage nach der Entlassung des Trainers, weil ich ja sagte, es ist für mich kein Trainerproblem gewesen, da hat man so gemerkt, ja gut, spielerisch geht es nicht mehr ganz so sehr voran. Es fehlt ein Marcel Ziemer als Vollstrecker da vorne. Es fehlt ein Christian Bickel, der nach Paderborn abgewandert ist. Es fehlt ein Alexander Stevanovic, der ein bisschen Spielkultur und Kreativität reinbringen konnte. Der sich ja kurzzeitig zurückmeldete, dann allerdings nach 1,5 Einsätzen wieder einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Und wieder weg der gute Mann. Wieder fehlt Kreativität im Mittelfeld. Das war nämlich das, was auch wirklich gefehlt hat. Kreativität im Mittelfeld und ein Vollstrecker vorne. Denn Julius Perstaller, der meiner Meinung nach kämpferisch echt einen guten Schuh gespielt hat, am Anfang der Saison auch gut mitgegangen ist, der nachher aber auch an sich selbst, glaube ich, gescheitert ist, weil er halt, was ihn halt gewurmt hat, dass er nicht getroffen hat. Er hat auch dicke Chancen vergeben, der gute Perstaller. Deswegen ist das Ganze dann nachher so ein bisschen, ja, man spielt immer gut, man trifft das Tor, man belohnt sich nicht, dass jeder, der selber mal Fußball gespielt Moin liebe Leute und herzlich willkommen mal wieder bei einem Vlog von eurem Hansa-Fan. Wie versprochen, dieser wunderschöne Vlog über Hansa Rostock. Darüber mag man ja nicht wirklich gerade reden. Mein Hinrundenfazit. Ich habe letztens schon bei Instagram gepostet, gleich nach dem Spiel gegen Halle am vergangenen Samstag. Was war das schon wieder? Es ist immer derselbe Mist. Ja, ehrlich, grüßt das Murmeltier, denkst, es wird besser, es wird nicht besser. Da kann ich eigentlich viele Abonnenten von mir gerne zitieren. Es wird einfach nicht besser momentan. Ja, hier im Hintergrund seht ihr gerade die aktuellste Folge FIFA rendern. Und da seht ihr mein neues Schmuckstück, meinen neuen Fernseher im Hintergrund. Also, ja, der Hansa hat mal was gegönnt. Es gab Weihnachtsgeld. Man muss sich auch mal ein bisschen was gönnen. Ne? Und ja, hier wie gesagt, neues Bett. Ich habe auch schon mal bei Instagram gepostet, wie neu eingerichtet mein Zimmer noch ist. Jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick gesehen davon. Und ja, da steht echt ein SpongeBob. Ihr habt recht. Ja, da steht ein SpongeBob. Nee, aber kommen wir doch einfach mal zu Hansa Rostock. Ein Hinrundenfazit wollte ich ziehen und ja, die Ereignisse haben sich überschlagen. Trainer Carsten Baumann und Manager Uwe Klein wurden noch Samstagnacht, also Samstagabend bei 23:30 rum abends entlassen. Was mich allerdings ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht hat. Ja, da haben sich die Ereignisse überschlagen, da wurden die beiden echt entlassen schon. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, denn wie gesagt, meiner Meinung nach war das Ganze nicht wirklich ein Problem. Bis heute, bis jetzt zuletzt, ehrlich gesagt. Also ich fange mal ganz von vorne an. Die Mannschaft hat den Klassenerhalt unter Carsten Baumann gepackt letztes Jahr. Gerade so durch Mike Baumgarten traf für Rot-Weiß Erfurt im letzten Spiel gegen Unterhaching zum Sieg, zum 1-0. Ja, Mike Baumgarten spielt jetzt bei Hansa Rostock übrigens. Ja, der ist nach Hansa gegangen, quasi so, ich will dritte Liga weiterspielen. Ist egal. Ja, und
dann ging's los. Recht euphorisch. Gute Neuzugänge haben Uwe Klein und Carsten Bombenberger sich zusammengetüftelt. Dennis Erdmann, Matthias Henn von Eintracht Braunschweig geholt. Dennis Erdmann ja auch. Zwar ein bisschen umstritten, aber meiner Meinung nach kein schlechter Mann. Also ein souveräner Verteidiger für die dritte Liga auf jeden Fall. Nehmen wir mal den Fehler, haben wir dann sondern mal weg. Den kann jeder passieren. So ein Fehler kann jedem mal passieren. Auch Mats Hummels, der ein Schmatz Hummels, Mods Hummels, wenn man gerne mal nennen möchte, hat er auch ein paar Fehler gemacht in letzter Zeit. Und ja, deswegen würde ich fast sagen, dass diesen Fehler klammern wir da mal aus. Aber ansonsten, Dennis Erdmann und nicht ein vernünftiger Verteidiger. Sicherlich ist er nicht ganz im Kopf klar, was oder beziehungsweise das Ding, was er damals gegen Reus gemacht hat, mein Gott, das war ein Foul, ein normales Foul und dass er dafür suchter Fleisch wurde, zumal hat er recht danach gehabt. In der Kreisliga wird man sich aufschütteln, wird man aufstehen, schütteln und weiterspielen. Und die kriegen kein Geld dafür. Anderes Thema, soll ja gar kein Thema sein, jetzt aber nur mal so zur Info. Für mich Dennis Erdmann, ein eisenharter Verteidiger und man braucht als Spieler auf dem Platz, die ein richtiges Arschloch sind. Also man muss auch mal ein richtiges Arschloch auf dem Platz sein und er spielt seinen Schuh runter, ist ein souveräner Verteidiger, wie gesagt, und mehr brauche ich dazu nicht sagen. Dennis Erdmann, Earthman, Erde, Topmann, Topmann. Der auch wirklich sich mit dem Verein identifiziert, wo er spielt. Bei Dresden hat er sich auch in die Herzen der Fans gespielt. Auch Hansa ist er wirklich mit Leib und Seele dabei. Also merkt es ihm richtig an. Dieser Fehler auch, den er letztens da den er gegen Halle gemacht hat, der hat ihn richtig gewurmt. Und ja, worauf muss ich noch hinausgehen? Beziehungsweise die anderen Neuzugänge. Allgemein fand ich, die Neuzugänge sind ja wieder einige gewesen. Gar nicht schlecht. Also gut, Schuh und Alschwede, die waren schon da. Kofler war auch schon da. Benjamina nachverpflichtet, Lukowitz nachverpflichtet, Stefan Andrist nachverpflichtet für den Abgang von Christian Bickel, den keiner voraussehen konnte. Und der natürlich auch richtig gewurmt hat. Denn nach Bickels Abgang ging es eigentlich so nicht mehr so richtig schön weiter. Aber fangen wir mal gut an. Also gegen Bremen damals, erster Spieltag, war ich live im Stadion. Ich war ganz schön oft live im Stadion, muss ich echt sagen. Ich war bestimmt von, wie viele Heimspiele waren es jetzt? 9?